Im heutigen Video erzähle ich euch, warum es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass XRP in Preisregionen von 10.000 Dollar pro Coin kommt. Mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei der Kryptofamilie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Donnerstag und wir sprechen donnerstags immer über spannende Kryptoprojekte. Und tatsächlich findet heute eines der Videos statt, auf die ich mich seit Anbeginn des Kanals so dermaßen gefreut habe, denn wir sprechen über XRP. Und XRP ist eins meiner größten Assets in meinem Portfolio mit etwas über 70%. Ich habe ein bisschen über 9.100 Coins in meinem Portfolio, für den einen viel, für den anderen wenig, kein Problem. Passt zu mir und passt zu meiner Strategie. Ich könnte euch jetzt natürlich in diesem Video diese ganzen tollen Neuerungen von Ripple erzählen. Den XRP SEC Ripple Lawsuit könnten wir nochmal beleuchten. Aber soll ich etwas sagen? Das haben schon so viele andere gemacht. Und da habe ich ja keinen Bock drauf, euch das vorzukauen. Was ich heute wirklich machen möchte, ist euch mal über einen tatsächlichen Anwendungsfall von XRP bzw. von der Firma Ripple berichten, der tatsächlich alles verändern wird. Ich weiß, wir reden hier alle über Cross-Border Payments und wir reden alle darüber, dass XRP irgendwann 10 Dollar, 100 Dollar, 1000 Dollar und wie ich es auch im Titel erwähnt habe, 10.000 US-Dollar pro Coin erreichen. Das ist auch gar nicht so unrealistisch, ja? Wenn wir uns mal überlegen, dass der gute Steve Wurm bereits in 2020 schon gesagt hat, wenn es XRP schafft, beziehungsweise wenn es Ripple schafft, die gesamten Cross-Border Payments für alle Anwendungen, alle laufenden Korridore auf der Welt zu übernehmen, dann sind 10.000 US-Dollar pro Coin selbstverständlich möglich und auch gar kein Problem. Ja? Hier kommen jetzt aber mehrere Faktoren zum Tragen, meiner Meinung nach. Ripple ist nicht der einzige, der Dienstleistungen im Cross-Border-Payment-Bereich anbietet. Man muss fairerweise aber dazu sagen, sie sind tatsächlich die größten und sind auch wirklich die, die diese Adoption am weitesten nach vorne treiben. Aber andere Partner, wie zum Beispiel Electra Protocol, übrigens super geniales Video, habe ich gemacht, schaut nochmal da oben rein, das ist ein tolles Projekt, schaut euch das unbedingt mal an und auch super Low Cap im Augenblick, oder auch Stellar Lumen, sind dort auf dem gleichen Pferd und wollen diesen Bereich auch bedienen. Ja? Also klar sind das Konkurrenten, aber sie treiben diese Adoption auch voran. Und hier kommt jetzt wirklich mal der reale Anwendungsfall, warum XRP, Electra Protocol oder auch XLM von Stellar ein richtiges Problem in unserer Weltwirtschaft lösen. Ihr wisst, dass ich in den Staaten lebe. Ihr wisst nicht, aber ich erzähle es euch heute, ich kriege mein Gehalt immer in Euro ausgezahlt auf mein Sparkassenkonto. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Krampf ist, die Kohle von Deutschland aus dem Sparkassenkonto hier rüber auf meine First Citizen Bank zu kriegen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich könnte mich jeden Monat im Flieger setzen und ein paar Meilen sammeln und die Kohle immer im Bar rüber schaffen. Kein Problem. Ist doof, ist unpraktisch. Zweite Möglichkeit wäre, ich gehe zu meinem Sparkassenbankberater und sage, hey, machen wir mal jeden Monat eine Überweisung fertig. Wir nehmen uns mal eine fiktive Summe. Sag doch mal 5.000 Euro. Ja, überweise mal jeden Monat 5.000 Euro. Da bin ich bei 5-10% Gebühren dabei. Ich weiß nicht, wer möchte die bezahlen? Ich möchte sie nicht bezahlen. Die dritte Möglichkeit, die ich tatsächlich gerade machen muss, weil es keine sinnvolle Alternative gibt. Ich habe ein Transferkonto von Wise, ehemals TransferWise. Ich muss beigehen, muss meine Summe von 5.000 Euro auf mein TransferWise-Konto überweisen. Das geht instant über eine Sofortüberweisung von der Sparkasse. Kostet mich tatsächlich auch nur ein paar Cent Überweisungsgebühren online, ist kein Problem. In dem Bankkonto von Wise muss ich dann beigehen und meine Euro in meine US-Dollar umtauschen. Für eine Summe von 5.000 Euro, habe ich mal gerade nachgeguckt, sind das ungefähr 25 Dollar, die ich einfach nur an Gebühren verpuffe, verblase, wegschmeiße. Die sind weg. Die sind einfach nur weg. Das ist glücklicherweise auch instant. Wenn ich das gemacht habe, muss ich noch beigehen und von meinem TransferWise US-Dollar-Konto das gesamte Geld nehmen und auf mein US-Konto bei der First Citizen Bank überweisen. Das kostet auch nur 25 Dollar Cent, relativ gering, aber das dauert tatsächlich bis zu 3 Werktage. Und dann ist die Kohle auch erst da. Ja? Also ihr könnt euch schon mal zusammenrechnen. Alles in allem bin ich so ungefähr 2-4 Tage, manchmal auch wirklich 5 Tage unterwegs, um mein Geld von meinem deutschen Konto auf mein amerikanisches Konto zu bekommen. Und das bin nur ich als Privatperson. Jetzt stellt euch mal vor, wie viele Firmen auf der gesamten Welt Payments machen müssen, von einem Standort zum anderen, von Dienstleistungen bezahlen müssen, Waren bezahlen müssen, etc. pp. Da nimmt das SWIFT-System tatsächlich 5-10%. Was sind das für Unsummen an Geld? Und es kann bis zu 3 Bankwerktage dauern. Und genau das, liebe Freunde, ist der Grund, warum Dienstleister wie Ripple oder auch Stellar oder auch Electra Protocol die Zukunft sind
und ab einem bestimmten Punkt nur noch den Weg nach oben kennen, egal welcher Coin. Wenn die großen Zentralbanken erstmal ihre Central Bank Digital Currencies gelauncht haben, diese im Hintergrund mit einem dieser genannten Projekte laufen, geht das nur noch raketenartig nach oben. Und wirklich jeder, der ein bisschen Diamond Hands bewiesen hat, der seine Coins gehalten hat, trotz dieser Berg- und Talfahrt, trotz des Krieges, trotz der Wirtschaftssituation, die wir gerade haben und trotz der gesamten äußeren Einflüsse, wird am Ende mit einem wirklich netten Profit dastehen. Natürlich kommt jetzt der eine oder andere und kann sagen, natürlich, wir haben Adoption und es geht immer weiter, wir haben Anwendungsfälle, zum Beispiel CryptoSpend hat jetzt eine eigene Kreditkarte mit 3% Cashback auf Visa gelauncht für XRP. Sprich, ihr bekommt sofort 3% eurer Ausgabe in XRP wieder auf eure XRP-Wallet gezahlt. Ja? Das ist ein super Projekt, das ist toll. Aber es hilft uns gerade noch nicht. Auch der Umstand, dass Novati auf Stellar und auf dem XRP-Ledger jetzt einen eigenen Stablecoin launchen will, ist super. Große Klasse, ohne Frage. Aber es wird nichts passieren, solange nicht die gesamte Weltökonomie und die gesamte Weltwirtschaft tatsächlich den Nutzen der Blockchain-Technologie und den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr dieser Projekte, wie ich es gerade schon gesagt habe, Ripple, Stellar oder auch Ledger Protocol anerkannt hat und anwendet. Und das sind wirkliche Problemlöser. Ja, Freunde, eine Sache muss ich euch noch am Ende zeigen. Geht ein bisschen mehr in die spaßige Richtung. Schaut einfach mal zu und vielleicht erkennt ihr euch ja selber. So, wir hoffen natürlich, dass an der Stelle im Orangutan und auch den Menschen natürlich es gut geht. Der liebe Crypto Crow hat hier ganz nett beschrieben, in der Zwischenzeit XRP-Halter mit Diamond Hands. Also die Leute, die nicht verkaufen, werden am Ende wirklich die Gewinner sein. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, wir haben alle eine Talfahrt hinter uns, was die Preise angeht. Ich persönlich bin auch gerade mit ungefähr 50% Verlust bei dem Coin drin. Und glaub mir, bei über 9100 Coins ist das nicht unbedingt wenig Geld. Aber ich weiß, was die Zukunft bringt, ich weiß, was dort passiert und ich persönlich bin super bullish, was gerade das Projekt XRP angeht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Projekt haltet und vor allen Dingen, wenn es noch andere Coins gibt, die ich mir mal angucken soll, gerne auch mal in die Kommentare rein. Danke euch, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ciao!